Ihren Valeo-Wischermotor auszutauschen, benötigen Sie eine Ratsche, passende Nuss, einen Abzieher und geeignete Schraubendreher. Stellen Sie den Motor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit das Motorsteuergerät völlig abgeschaltet ist. Markieren Sie die Endposition des Wischarms und des Wischblatts auf der Windschutzscheibe. Entfernen Sie die Plastikabdeckung des Wischarms. Schrauben Sie die Mutter ab. Entfernen Sie den Wischarm mit Hilfe des Abziehers. Schrauben Sie die weitere Mutter ab. Öffnen Sie die Motorhaube. Um den Wischermotor zu wechseln, müssen Sie zunächst die komplette Abdeckung entfernen. Lösen Sie die Teile, die den Zugriff auf die Motorabdeckung behindern. Entfernen Sie den Stecker vom Wischermotor. Entfernen Sie die Schrauben der Motorabdeckung. Entnehmen Sie den Motor mit seiner Abdeckung. Richten Sie den Umlenkhebel so aus, dass eine Demontage möglich ist. Schrauben Sie den Umlenkhebel ab. Entfernen Sie die Schrauben der Motorabdeckung. Lösen Sie den Motor aus der Abdeckung. Entfernen Sie den Motorstecker. Nehmen Sie den neuen Motor zur Hand. Schrauben Sie den Motor auf der Abdeckung fest. Verwenden Sie hierfür gegebenenfalls die mitgelieferten Schrauben. Schrauben Sie den Umlenkhebel auf der Motorachse fest. Richten Sie den Umlenkhebel mit der Umlenkstange aus. Befestigen Sie das Steckergehäuse auf der Abdeckung. Montieren Sie die Abdeckung mit dem neuen Motor im Motorraum. Befestigen Sie alle Teile, die Sie zuvor gelöst haben. Überprüfen Sie den Zustand des Wischblatts. Valeo empfiehlt, das Wischblatt einmal jährlich zu wechseln. Befestigen Sie den ersten Teil des Wischarms auf seiner Achse. Ziehen Sie die erste Mutter an. Setzen Sie den zweiten Teil des Wischerarms ein. Richten Sie das Wischblatt an der Markierung auf der Windschutzscheibe aus. Ziehen Sie die zweite Mutter fest. Achten Sie darauf, dass das Wischblatt weiterhin an der Markierung ausgerichtet bleibt. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf die Mutter. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie alle Funktionen der Wischanlage. Wischwinkel, Wischgeschwindigkeiten, Qualität des Wischbilds.